Mission erfolgreich. Herausforderung abgeschlossen. Okay, wir machen weiter. Haben das freie Training absolviert. Wir sind bereit für die Abschlussprüfung. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course, but frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'll be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission, the high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck, Initiate. Good luck, Initiate. So can I. So, die Mission kennen wir auch schon. Wir wissen genau, was wir machen müssen. Wir schleichen uns erstmal hier über den Zaun. So, ich habe gerade die Mission nochmal durchprobiert. Die vorige auf dem Schiff. Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Look, we really have to do this, all things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. Escape by fighter jet. Sounds dangerous. Flucht im Kampfjet. Jasper Knight weiß, wie man einen guten Abgang macht, aber zuerst muss man einen Sicherheitscheck durchführen, einschließlich des Schleudersitzes. Das kennen wir schon. So, genau, die Mission vorher am Schiff. Fast gesehen. Habe ich nochmal durchgespielt gerade und habe ein bisschen rumprobiert mit dem Rattengift und mit dem Unfall. Und jo, dann habe ich jetzt den Unfall mal ausprobiert am Schluss. Ich zeige das noch ganz kurz. Habe das noch ganz kurz gezeigt, gerade im Video. Den überwältigen wir. Oh fuck, das ist nicht gut. Da kommt eine Wache. Ja. Laden. Moment. Abschlussprüfung, bestätigen. So, da habe ich ganz kurz geschlafen. Ich habe die Wache gar nicht beachtet da hinten. Nein, nein, nein. So. Geht er wieder in Deckung und klebt an dem LKW. So, wir schleichen uns wieder hier rüber. Jupp, verstanden. Ein Hammer, den brauchen wir jetzt nicht. We're putting a pasty-faced egg ja, inside genau. A Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. Macht hin, ihr Jungs. Wir müssen erst auf die Seite, bevor ich den Typen hier ausschalten kann. It's mandatory. Just tick the box and get it done. Escape by fighter jet. Jo. Sounds dangerous. Klingt sehr gefährlich. Vor allem mit dem Schleudersitz auf durchs Dach zu fliegen, klingt sehr gefährlich. Ich finde es so geil hier die Einrichtung, wie das aussieht. Ein riesiges, wie so ein Bond-Film oder so, so ein riesiger Raketenabschussschacht oder sowas. Irgendwo in einem Vulkan. So, die Wache kommt wieder zurück. Sobald die Wache in die andere Richtung läuft, nehmen wir den Typen her, der aufschreibt, was auf dem Laster ist. Dann schalten wir den aus. Was können wir da vorne? Können wir da machen? Nee, hat ausgesehen, als können wir da was machen, aber ich glaube, das ist die Tacho-Anzeige von dem Käfer hier. So, also dieses Szenario hier spielt im Jahre 1979 und ich glaube, dieses Szenario vorher hier, das war auch irgendwie damals. Und wie ich schon erwähnt habe, warum hat die Frau dann... What the fuck?
What? Was war das denn? Warum genau hat der Typ das gemerkt, dass ich denn von hinten erdrosseln wollte? Hat er sich gerade umgedreht oder was? Wegpunkte lassen. Gelegenheiten bieten ihnen Wegpunkte zurzeit aktiv. Ja, man kann übrigens das Ganze hart einstellen, wie es einem beliebt. Oder kleinste Hinweise, an denen sie sich orientieren können. Sie können auch ganz abgestellt werden. Genau. Das lassen wir mal alles so, wie es ist. Wir ziehen den Typen hier. Schmeißen den in die Kiste. Und jetzt können wir ganz einfach mal durchlatschen. Seine Knarre liegt noch hier. So, das dürfen wir. Man darf ja mit Waffen rumlaufen, beziehungsweise wenn man Mechaniker ist, dann fällt man nicht auf, wenn man mit Werkzeug rumläuft oder als Waffe mit einer Kalaschnikow in der Hand. Also ist schon ziemlich gut gemacht, ziemlich realistisch. Ich habe gerade, wo ich den Typen mit Rattengift umbringen wollte, habe ich herausgefunden, dass das Rattengift den Typen gar nicht tötet, sondern dass es dem da nur schlecht wird. Dann übergibt er sich und geht irgendwo hin. Ja, if I was Knight, I'd be long gone. That was the plan. Then Knight pulls a fast one. Now he wants his girlfriend to go with him across the curtain. Naturally, Kremlin says no, wasn't part of the agreement. Knight says he's got documents on the other Soviet spies in the US. Documents that'll leak into the wrong hands in case anything happens to him or his girlfriend. So, die Gespräche, die kann man auch immer wieder belauschen, die sind sehr informativ. So, dann brauchen wir zuerst, ich kann mich erinnern. Ach nee, warte, jetzt müssen wir erst zu dem Clipboard hier mit dem Safety Check. Wir untersuchen das. Jasper Knight certainly knows how to make an exit, but first he needs to test the jet's safety equipment, including the ejector seat. Ja, der Schleudersitz, den muss man überprüfen. So, hallo Kollege. Was geht ab? Drück dir mal ganz kurz die Luft ab. Schöner Blutwirkegriff. Blutwirkegriffe sind viel effektiver als Luftwirkegriffe oder wie man die nennt. Sprich, man drückt einem nicht den Hals zu, dass die Luft nicht mehr in die Lunge gelangt. Also man drückt einem nicht die Luft ab, sondern man drückt einem so den Hals zu, dass die beiden Hauptschlagadern abgedrückt werden, links und rechts, und dass das Gehirn dann nicht mehr mit Blut versorgt wird. Und so ist man dann innerhalb von 3 Sekunden oder so K.O. Okay, she's refueled and ready for takeoff. Good work. Are we clear to go over the safety protocol? Yeah, go ahead. I disabled the ejector seat mechanism. Good man. Die Typen hier, die dürften mich nicht sehen. Fällt mir gerade auf, ich kann ja... okay. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt sieht, wenn ich hier rumfummel. Ich glaube, der eine erkennt mich und der andere nicht. Nein, der erkennt mich auch. Ich muss kurz warten, bis der wegläuft. Das ist ganz schlecht. Der muss sich bewegen. Jetzt kann ich hier nichts machen. Okay, jetzt dürfte er mich nicht mehr sehen. Schraubenschlüssel. Ich hab's doch geahnt. Oh, ein Werkzeug dafür. Warum habe ich auch den Schraubenschlüssel nicht mitgenommen? Oh. Man braucht nämlich jetzt immer ein Werkzeug, wenn man irgendwo was macht. Hier liegt ein Schraubenschlüssel. Wenn man irgendwo... Ich hatte aber gerade nicht die Knarre in der Hand, oder? Nee, habe ich nicht. Hat schon gedacht. Wenn man irgendwo was manipuliert, braucht man immer ein Werkzeug, ein passendes dafür. Ich glaube, das war seither nicht so, wenn ich mich erinnern kann. Bei den vorigen Hitman-Teilen. Dann konnte man einfach immer so manipulieren. Ja, jetzt steht der Typ wieder da, der muss sich bewegen. Man könnte auch eine Mütze aufziehen eigentlich und dann das Gesicht ein bisschen verbergen, dann würde er es vielleicht nicht gleich erkennen, aber... Naja, so detailgetreu sind wir dann auch wieder nicht. So, jetzt kann ich. Und schwupps. Einmal kurz überdrehen. I dare say this is an accident waiting to happen. Mhm. Sicherheit geht vor. Ja.
Deswegen haben wir gerade nochmal den Schleudersitz überprüft, damit auch alles in Ordnung ist, wenn der Jasper Knight hier einsteigt in den Kampfjet. Und den werden wir jetzt erstmal holen und dann darf der mal eine kleinen Sicherheitscheck durchführen. Ich denke, alles wird gut gehen und ja, der wird es gut überstehen. Ich spreche ihn kurz an. Hallo. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ach, must we really? Yep, wir müssen. Come on! Ach, der latscht so langsam. Ich finde die Originalstimme von unserem Agenten 47 klingt auch voll cool. Klingt meine Stimme natürlich nicht so cool. Na komm. Oh, der watscht da rum. Jetzt muss er auf die Wache warten oder was? Oh, er rennt sogar. Übernimm dich nicht, Kerle. So, dann gehen wir zu dem Clipboard. Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. All right. Easy. One step at a time. Step one. Strap yourself in. Sicherheitsgurte, sehr wichtig, wenn man den Schleudersitz benutzt. Okay. All strapped in. Schleudersitzhebel. Locate the ejector seat handle. Just a moment. Yes, found it. Und ziehen. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Woo! Na nu? Was war das denn? Ja, das ist wirklich passiert. Wie auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ja vorher noch alles überprüft, dass alles stimmt. So. Letztes Mal in der Beta, als ich hier gespielt habe, ich die Leiche hier rumgelegen von einem Typen, der ist hier runtergeknallt. Ist jetzt nicht der Fall, so wie es aussieht. Tschö Jungs, ich gehe mal heim, hab Feierabend, hab meinen Safety-Check durchgeführt. Was macht der jetzt da vorne? Ja, die suchen mich jetzt alle. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Das war knapp, meine Fresse. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So ein Arschloch. So what happens now? You go back into the world, disappear, stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind, no name. Nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47.
Nobody ever came close. You define the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me.